Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Woodruff and the Schnibble of Azimuth. Eine kleine Spätaufnahme heute. Es dürfte jetzt irgendwas kurz noch. Ja, fast 2:30 und ich habe jetzt Bock, mal wieder Woodruff zu helfen, dieses Abenteuer zu bestehen. Wie geht's weiter? Ich habe letztes Mal schon angekündigt, wir müssen jetzt wahnsinnig werden. Also erstmal brauchen wir dafür Arbeit. Und damit ihr in den vollen Genuss dieses Bewerbungsvorgangs kommt, muss ich mir noch ein paar Strudel erspielen. Also muss ich... Ja, nehmen wir mal zum Turm der virtuellen Reise. Und gucken, ob wir noch ein wenig Glück beim Spiel haben. Ich brauche, glaube ich, 6 Strudel. Also auf gut Glück. Den rechten. Oh. Ja, witzig, witzig. Na gut, dann gehen wir kurz an die Maschine ran und holen uns da was. Ich denke, ich mach's einfach so, dass ich zur Maschine zurücklaufe, wenn mir die Strudel ausgehen. Das muss ich dann zweimal machen. Oder noch einmal hier nach. Ist ja kein Problem. So, wir brauchen die Strudel nämlich, um jetzt endlich diesen Brotophotonapparat in Betrieb zu nehmen. Also praktisch den Fotoapparat um die Ecke. Denn wir haben ja mal ganz früher dieses eine Plakat hier gelesen. Ich werde das nochmal von Woodruff anklicken lassen, damit ihr euch erinnert. Ich brauche mich nicht erinnern, ich weiß alles, ich habe Plan von diesem Spiel, ihr könnt mir vertrauen. So, dieses Anwerbeplakat hier. Arbeiten Sie in der Firma Buschnurbel. Garantiert teuflisches Tempo und Klima. Super Werbung, schreiben Sie auf Ihrem Turbozon Drubens. Genau. So. Diese Arbeitsstelle brauchen wir. Wie bekommen wir die? Wir müssen dorthin ein Passbild schicken. Passbild bekommen wir natürlich am einfachsten, wenn wir uns hier an den Brotophoton stellen und erstmal knipsen. So. Man braucht einen Strudel, um diesen Brotophoton zu benutzen. Man muss Geld einwerfen. Danke, Woodruff. Das weiß ich auch schon. So. Machen wir das doch mal. Ich nehme einen Strudel und schmeiß ihn rein. Klick und wir haben ein Foto. So. Jetzt brauchen wir unser Turbozon und keine Einstellung war Drubens Poglapp. Und hier kann ich es einfach schneller eintippen, denn ich sehe es. Drubens. Ach nee, Moment mal. Entschuldigt. Moment, Leute. Funktioniert anders. Wir müssen das Inventar aufmachen und das Ding faxen. Ich habe ganz vergessen. Ich muss nicht die Adresse wählen, sondern ich muss das Ding jetzt faxen. Mit Schlitz, genau hier. Die Rekrutierstelle. Ich habe zwar Ihr Passbild erhalten, aber bedauere Ihnen zu sagen, dass Sie nicht in Frage kommen. Keine korrekte Kleidung. Oh mein Gott, wir haben nicht die korrekte Kleidung an. Wieso? Unsere Oberbrust, die nackte hier, ist doch super schön. Nicht mal Haare kann ich mir hier aus erkennen, also Woodruff muss sogar gewachst haben. Der feine Herr. Gut, also wir brauchen bessere Kleidung. Und wer sich jetzt noch nicht denken konnte, ich habe hier extra ein Inventarslot namens Zubehörkiste, in denen 5 Items drin sind. Unser Pinsel, die Hemdsbrust, die Brille, das Plastokkinn und der Maiskolben, den wir in der Vergangenheit gefunden haben. Das werden wir jetzt nacheinander mal testen. Wir stellen uns also hin, benutzen die Hemdsbrust mit Woodruff. Er hält sie sich vor den Leib. Wir nehmen einen weiteren Strudel und lassen uns knipsen. So, was passiert, wenn wir jetzt dieses Bild dort einschicken? Sicherlich sind wir jetzt viel feiner angezogen für die werte Dame und sie wird uns sofort einstellen. Hier die Rekrutierstelle. Habe zwar Ihr Passbild, aber bedauere Ihnen mitzuteilen, dass wir sie nicht nehmen können. Keine blauen Augen! Was? Blaue Augen? Was hat sie gegen blaue Augen? Glaubt ihr, wir haben uns geprügelt oder was? Ich habe die Vermutung, dass ihre Riesenmöpse hier irgendwie im Weg sind. Wie will sie auf die Distanz erkennen, dass wir blaue Augen haben? Nicht mal ich sehe, dass wir blaue Augen haben. Wir haben höchstens weiß-schwarze. Gut, also wie machen wir weiter? Wir setzen natürlich die Brille auf. Erst die Hemdsbrust wieder. Dann die Brille. Und dieses Mal muss es klappen. Den nächsten Stuhl rein. Perfekt, so. Diesmal muss es klappen. Ich meine, was kann sie gegen uns haben? Wir sind Brillenträger und haben ein tolles Aussehen. Da geht nichts drüber.
die Rekrutierstelle. Habe zwar Ihr Passbild, aber bedauere Ihnen mitzuteilen, dass ein idealer Kandidat ein energisches Kinn haben muss. Sag mal, Baby, suchst du irgendwie nach dem perfekten Mann für dich oder nach einem guten Arbeiter? Warum muss ich ein energisches Kinn haben, wenn ich in der Fabrik arbeiten will? Allein schon gut angezogen sein. In der Fabrik, da trage ich einen Overall, einen Arbeitsanzug oder sowas in der Richtung. Doch kein Hemdsbrust. Also ganz ehrlich, nachher erwartet ihr noch, dass ich mir die ganzen Pickel im Gesicht ausdrücke. Tschüss. So, wir spielen wieder mit einem Strudel am Spielautomaten. Und was ist? Das Schicksal ist uns gütig. Und wir gewinnen natürlich. So. Zum Glück ist der Weg ziemlich kurz, dann brauche ich das nicht für euch rausschneiden. Ich denke, diese paar Meter werdet ihr mir hoffentlich vergeben. Wenn nicht, was seid ihr für ein Publikum? Habt ihr gar keine Gnade mit mir? Schämt euch. Das ist der Zeit, Woodruff. Wir haben es nicht eilig. So. Ich hoffe, ich kann die Woodruff-Satz abbrechen. Ich habe es eben versucht. Man braucht einen Stuhl, um diesen Proto-Photon zu benutzen. Ton zu benutzen? Ja, danke, Woodruff. Warum kann ich diesen Einsatz nicht abbrechen? Verstehe ich nicht. Gut, also nochmal von vorn. Die Hemdsbrust. Dann die Brille. Und zu guter Letzt hoffentlich das Kinn. Das sieht doch schon mal toll aus. Wer würde so jemanden nicht einstellen? Ich meine, Woodruff ist doch das perfekte Vorbild für jeden Mann. Der Breitmaulfrosch höchstpersönlich. Ja, wir brauchen den Strohl und ab dafür. Her damit. Turbozon. Und mal gucken, was er diesmal zu bemängeln hat, die alte Schralle. Hier die Rekrutierstelle. Ich habe Ihr Foto erhalten. Sie könnten die Stelle vielleicht bekommen, wenn Sie schön tiefschwarzes Haar hätten. Was hat die jetzt gegen Blondinen? Ich weiß, was? Oh, mein Gott, Walter. Gibt's doch nicht. Und ja, mein Gott heißt Walter. Also, nochmal von vorn. Die Brille. Mit Augen, die man auf Distanz überhaupt nicht erkennt, was für eine Farbe sie haben. Das Kinn. Was uns zum Breitmaulfrosch macht. Und wie? Jetzt müssen wir uns die Haare färben oder was? Also wisst ihr was, dann mach ich mir einfach... Ich kleb mir einfach den Teerpinsel auf die Birne. Putz, so. Oh mein Gott, ey, was für ein Männergeschmack die Trulla hat, das ist ja nicht mehr menschlich. So, Turbozon. So, wenn du jetzt was zu beschweren hast hier, dann komme ich in dein Büro und bring dich höchstpersönlich um. Hier die Rekrutierstelle. Ich habe Ihr Passbild erhalten. Sie sind fast der ideale Kandidat. Ihnen fehlt nur ein charmantes Lächeln. Also wenn ich Woodruffs Gesichtszüge so ansehe, das ist eh... Ich glaube, Woodruff, mach mal bitte einen Handstand. Ich glaube, du hast dieses Angela Merkel-Grinsen auf dir drauf geerbt worden. Also, mit Handstand wäre das sicherlich perfekt. Ich müsste jetzt mal kurz meinen... Warte mal, ich drehe mal den Kopf. Ja, da grinst der Junge, supi. So. Und wir haben passend noch zwei Strohl und machen wieder weiter. Also, schick gekleidet, ohne blaue Augen, mit einem perfekten männlichen Kinn, auf dem man wahrscheinlich Fußball spielen könnte, so breit ist das, mit schwarzen Haaren und nicht zu vergessen dem männlichsten Grinsen der Welt. Und dem gelbsten Grinsen der Welt. Woodruff, jetzt bleib mal bitte genau 5 Minuten so stehen. Wir warten, dass jemand an dir vorbeikommt und dass jemand sieht, wie dämlich du gerade aussiehst. 2 Strohl. Einer geht rein. So, 5 von diesen Items hier, also alle 5 Items in dieser Kiste für ein einziges Foto. Umständlich. So. Diesmal muss es klappen. Wird auch schon benannt, falls ihr darauf achtet habt, die Fotos haben alle unterschiedliche Namen. Das eben, glaube ich, war das So-La-La-Foto und jetzt haben wir sogar das 1A-Foto. Also, muss ja. Hier das Rekrutierbüro! Sie sind genau der richtige Mann für uns!
Schicken Sie uns Ihre Atmungsfunktionsbescheinigung. Dann klappt's. Atmungsfunktionsbescheinigung? Weil ich ein Roboter bin oder was? Dass ich nicht atme, braucht man dafür in der Zukunft Bescheinigungen? Na gut, sicher, der Herr Beamte wird mir sicherlich helfen können. Ich meine, der ist doch hochqualifiziert, ne? Hab ich letztes Mal auch schon gesagt. Reden wir doch mal mit ihm. Guten Tag, der Herr! Können Sie mir bitte ein Atemzertifikat ausstellen? Aber natürlich, werter Kunde. Dafür muss zuerst Ihr Luftverschmutzungsniveau gemessen werden. Bringen Sie mir eine Probe Ihres Atems in einem amtlich zugelassenen Behälter. Ich glaube, dem bin ich völlig egal mit seinem amtlich zugelassenen Behälter. Wäre ich nicht gegen Gewalt, dann würde ich ihm schon ein Wörtchen dazu sagen. Na, du musst ja nicht unbedingt gewalttätig sein, um ihnen deine Meinung zu geigen. Aber da Woodruff nicht gerade der stärkste Kerl ist, müssen wir ihm nicht nachhelfen. Ja. Woodruffs Chancen, in der Welt zu bestehen, sind die einer Fliege. Wahrlich poetische Worte. So, die nächste Zauberformel, die wir jetzt nämlich mixen dürfen, wenn das Bild nicht so am Arsch der Welt wäre im Moment, das ist FBH. Jidedede. Links drücken, so. Formeleditor. Das ist das F, Energiesilber. B, Ratsilber. Und H habe ich gesagt, ne, die Elementarsilber. Mal gucken, ob es stimmt. Boah, Alter. Mit der Formel kann ich alles zerschmettern, was mir Widerstand leistet. Ah, das ist also die Rambo-Formel. Sehr gut. Ja, die Kraftformel haben wir jetzt bekommen. Dadurch können wir es mit jedem Profi-Boxer, der wenigstens 5 Kinofilme gedreht hat, aufnehmen. Perfekt, so. Und jetzt sind wir mal so freundlich und geben unseren Worten ein wenig Nachdruck bei dem Herrn Beamten. Hey, Schweinebacke! Lass mir lieber gleich ein Atemzertifikat rüberwachsen! Leider muss ich Sie enttäuschen, aber vorher wäre da eine kleine Formalität. Bringen Sie mir eine Probe Ihres Atems in einem amtlich zugelassenen Gefäß, damit ich Ihren Luftverunreinigungsgrad feststellen kann. Bitte! Beim Barte des Schnibbel! Du wirst mir ja wohl diese Bescheinigung geben. Schade, dass ich ihm kein blaues Auge hauen durfte. Schade, schade. Vielleicht beim nächsten Mal. Nun gut, jetzt haben wir die Bescheinigung und die schicken wir jetzt mal an die, unsere neue Verehrerin. Oh mein Gott, ich hoffe, sie hat nicht unsere Nummer. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Atembescheinigung. Hier, Atembescheinigungszertifikat. In den Schlitz. Liebe Rekrutierstelle, Ihre Akte ist nun komplett bei uns vorhanden. Zu Ihrem Glück bin ich gut gelaunt. Hier Ihr Einstellungspapier. Ach, danke, dass du so gnädig bist und noch gut gelaunt bist, um uns einzustellen. Also, ich weiß nicht, die Firma hat komische Vorstellungen. Sie suchen Arbeiter, die die wohl so aussehen müssen, als dass man sie am besten heiraten könnte. Persönliche Präferenzen vorgesehen. Und dann, wenn noch gute Laune hat, dann werden sie eingestellt. Ihr sucht Arbeiter! Wollt ihr nicht, dass ihr arbeitet, kein Geld verdient, oder was? Na, auf geht's zum fröhlichen Arbeiten. Ich glaube, das war da oben, ne? Moment, dann gehen wir einen Umweg. Ich habe keinen Bock da hoch zu... Oh, was mache ich denn da hier? Transportozon. Fertig ist die Kiste. Nicht lange durch die Gegend laufen. Fabrikvorplatz, sagen wir's doch. Zip. Mitten rein in die Anhängergruppe. Perfekt, so. Das hier ist nämlich die Fabrik, in der wir arbeiten sollen. Und der nette Herr Portier hat uns letztes Jahr mal nicht reingelassen. Aber was ist, wenn wir Ihnen unser Einstellungsdokument vorzeigen? Okay, Sie können reinkommen. Aber lassen Sie Ihre Sachen an der Garderobe. Ja, wie immer. Keine persönlichen Gegenstände.